Dieser Hadith sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ich versuche den zusammenzufassen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Malaika hat Sayyara. Sayyara heißt, die sind unterwegs. Allah hat Engel, die sind unterwegs. Ha? Die laufen hier rum. Die schweben hier rum. Malaika. Was machen diese Malaika? Die sind auf der Suche. Am Lauern. Was suchen die? Die suchen diese Sitzung. Majalisa al-Dhikr. يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه. Sobald sie einen Majlis finden, eine Sitzung finden, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, wo Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt wird, halten die an. Machen die Stopp. Und setzen sich dazu. وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء. Sie breiten dann ihre Flügel aus und decken dann diesen Majlis zu. Majlis al-Dhikr decken sie zu mit ihren Engeln, mit ihren Flügeln, bis dass sie füllen zwischen der Erde und den Himmel. فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. Wenn dann dieser Majlis aufgehoben wird, dann trennen sie sich und gehen wieder zurück zum Himmel. Und dann فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ. Dieser Hadith ist bei Imam Muslim überliefert. Yani ist authentisch sahih. Von Abu Huraira radiallahu anhu. فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Allah fragt sie und er weiß besser als sie. Aber er fragt sie, subhanahu wa ta'ala. مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ. Woher kommt ihr? فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ. Wir sind gekommen von Diener, von deinen Dienern aus der Erde. Yusabbihunak, sie lobpreisen dich. Wayukabbirunak, sie sagen Allahu Akbar. Wayuhallilunak, la ilaha illallah. Wayahmadunak, sie danken dir. Wayasalunak, und sie fragen dich. Qala wa madha yasaluni. Er sagt, was fragen Sie? Was fragen Sie mich? Sie sagen, Sie fragen nach deinem Paradies. Dann sagt Allah, und haben Sie mein Paradies gesehen? وَهَرَّ أَوْجَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبْ. Sie sagen, nein, oh Allah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْ جَنَّتِي. Wie wäre es dann, wenn Sie das Paradies gesehen hätten? قالوا ويستجيرونك. ويستجيرونك. Hier, sie suchen Zuflucht bei dir. Sie suchen Schutz bei dir. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und vor was suchen sie Schutz bei mir? Dann sagen sie, vor deiner Hölle, vor deinem Höllenfeuer. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und haben sie das, die Hölle gesehen? Dann sagen sie nein. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie ist es denn, wenn sie die Hölle gesehen hätten? Dann sagen sie, ويستغفرونك. Und sie bitten dich um Vergebung. قال فيقول فيقول قد غفرت لهم. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe ihnen vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von ihnen sein lassen. فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. Ich gebe ihnen, was sie wollen, das ist ja das Paradies, und ich beschütze sie und gewähre ihnen den Schutz vor das, was sie bei mir Schutz gesucht haben, und das ist die Hölle. قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. الله أكبر. Dann sagen die Engel, O Allah, unter ihnen ist einer, der viele Sünden, viele Fehler hat. Abdul Khatta. Khatta ist yani, übertrieben. Sehr viele Fehler hat, sehr viele Sünden hat. Der ist nur vorbeigelaufen und dann hat er die Sitzen sehen und dann hat er sich dazugesetzt. Das ist wie wenn jetzt zum Beispiel jemand wollte zum Vortrag kommen
Und dann ist da jemand bei einfach an jemanden vorbeigelaufen und hat ihm gesagt, ey, komm doch mit. Er stand da. Und glaub mal, was er vorhatte. Ja, aber er hat den mitgenommen und der ist mitgenommen und gekommen und hat sich hingesetzt. Ja, nee, der hatte gar nicht die Absicht, an so einer Sitzung teilzunehmen. Innama marra fajalasa ma'hum. Qala fayaqulu wa lahu ghafart. Auch ihm vergebe ich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Humul qawmu. Es sind die Leute, la yashqa bihim jalisuhum. Derjenige, der mit denen ist, der mit denen sitzt, der bekommt keinen Schaden. Der verliert nicht, der gewinnt nur. Und deswegen, meine lieben Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, gute Freunde sich auszusuchen, weil somit werden wir inshallah ta'ala gewinnen in Dunya und in Akhira und somit erreichen wir inshallah ta'ala das Wohlgefallen Allahs und somit erreichen wir auch, dass wir bi'idhnillah ta'ala ins Paradies können und uns vor der Hölle bewahren und vor der Hölle retten.